Ja, heute gibt es wieder eine kleine Reaction. Netflix bringt eine neue Serie raus, die heißt I'm Not Okay With This. Und ich habe wirklich keine Ahnung, um was es geht. Ich habe weder Trailer noch Infos gelesen und gesehen. Ich bin komplett unvoreingenommen. Ich habe nur gelesen, dass die Produzenten von Stranger Things und The Fucking End of the World dabei sein sollen. Ob das dann jetzt ein Genre-Mix wird oder was ganz Eigenes, keine Ahnung. Aber ich denke, das sollten wir jetzt gemeinsam einfach zusammen rausfinden. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks. Wie eben gesagt, ab dem 26. Februar kommt eine neue Serie. I'm not okay with this. Ich habe wirklich null Infos. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich habe mir keine Infos durchgelesen. Heute sind die ersten News dazu online gegangen, beziehungsweise gestern glaube ich auch schon. Und ich bin echt gespannt, was genau das ist. Also ich würde sagen, wir starten erst mit dem Teaser. Der geht relativ kurz, 50 Sekunden. Und dann gucken wir uns den Trailer an. Und ich bin gespannt, ob ich auf irgendwas hier schließen kann. Ah, okay, sie ist die Kleine aus S. Kleines Jäger. Hey. Er ist auch aus S. Warte mal. Nee, gucke ich jetzt nicht nach, weil sonst werde ich nachher gespoilert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass beide aus S sind. Hey. Hey. You going to school? Yep. Yeah. Okay. Yeah, me too. Flirt like a pro. Real Talk, sieht aus. I'm not okay with this. So, sie steigt in ein fremdes Auto ein. Okay, in welche Richtung geht das? Also es ist mir ein bisschen unangenehm. Okay, keine Ahnung. Also Soundtrack, als erstes die Sachen, die ich jetzt direkt sagen kann. Soundtrack gefällt mir sehr gut. Look gefällt mir sehr gut. Ich glaube, es könnte wieder in den 80ern spielen. Zeitangaben ist da ja irgendwie nicht. Und es gibt ja auch echt viele Filme inzwischen, die so sehr auf zeitlos gemacht werden, damit man da die nicht in einem bestimmten Zeitraum irgendwann später sagt, oh, der ist aber schlecht gealtert oder so. Aber ich würde jetzt hier spontan vermuten, auch wieder 80er. Würde ja passen. Aber so dieses Stranger Things S und jetzt hier das nächste, I'm not okay with this, und teilweise sogar mit demselben Cast. Boah, aber da werden die krass, die Schauspieler auch echt auf eine Rolle festgelegt irgendwie für lange Zeit. Aber ich habe auch keine Ahnung, also das könnte jetzt ein Coming-of-Age-Drama sein, es könnte eine Comedy-Serie werden, könnte auch ein Horror-Thriller sein, also ich habe keine Ahnung, es ist ja echt bis jetzt sehr nichtssagend und erstmal nur eine Gag-Teaser-Szene jetzt quasi gewesen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den richtigen Trailer an, der geht ein bisschen länger und vielleicht verrät er ja ein bisschen mehr. Dear Diary. Okay, jetzt sieht es ein bisschen blutiger aus. Go fuck your... Könnte natürlich auch mit der Story von davor zusammenhängen. Dann wäre das aber ziemlich wild. Aber jetzt gucke ich mal gerade hier, wenn ich auf Pause gerade gedrückt habe. Sie hat einen Army-Tag um. Also eine Army-Marke. Und ist blutverschmiert. Vielleicht doch so ein Stranger Things-Szenario? I don't know. Go fuck yourself. My name is Sydney. Mucke ist immer noch geil. Boring 17-year-old white girl. I'm not special. Yippee. Might help with your moods. I keep losing my temper. Original, sie ist voll, also voll oft, sie ist erst die zweite Rolle, aber da war sie auch schon so ein Angel Girl. Passt. I don't want to, but it just spills out. Hey, Sid. Hey, Stanley Barber. He lives down the street from me. Shoes. Who needs them? Welcher Zeit spielt das denn? She's dating golden boy Bradley Lewis. Do you ever smile? Anyway, my dad died last spring. And now everything's so different. Dear Diary, when does this get easier? Okay. Ganz ehrlich, bis jetzt hat man ja wirklich gar keine Ahnung, was man bekommt. Baseball. Just puberty. Vielleicht ist es ein Baseball-Drama. I think there might be something wrong with me. What do you mean? I just feel different lately. Das ist ein schönes Pickel ausdrücken. Everybody feels like a freak sometimes. Ist sie aber auch richtig fies. So, sie ist in der Pubertät, Hormonwechsel und dann stellt sie fest, dass sie irgendwelche Superkräfte hat. I guess.
Oh, God. Dear Diary, what the hell is going on with me? You can tell me anything. You know that, right? I want you to attempt to have a normal high school experience. What a world we live in, Sydney. Holy shit! Also. What's he doing? Just wait. Hey. We're running away. Okay, am 26. Februar läuft der ganze Spaß ja auf Netflix und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, was ich sehr interessant finde, dass Netflix, die ja wirklich ein neues Zeitalter hervorgerufen haben, also die ja das Kino und das Heimkino so ein bisschen verdrängen und auch, böse Zungen sagen, kaputt machen, haben ja so einen krassen Nostalgie-Fable. Also dieses Tapes, 80er, Vorstadt-Idylle, das ist so krass irgendwie in den Netflix-Serien in der letzten Zeit mir aufgefallen. Also ganz klar natürlich bei Stranger Things, dann auch 13 Reasons Why und. Also viele Bilder kommen hier jetzt auch wieder drin vor, die in den anderen Erfolgsserien auch schon vertreten waren. Es wirkt ein ganz bisschen, als wäre das jetzt so ein Mischmasch aus allen zusammen. Also das ist natürlich nur, ich habe wie gesagt keine Ahnung, um was es genau geht, aber so dieses Tagebuchgerede, dann hat sie so ein bisschen was von Elfie von Stranger Things, dann Fucking End of the World habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, welche Gemeinsamkeiten jetzt hier sind. Also sagt mir doch gerne mal, welche Gemeinsamkeiten hier vielleicht sogar vorhanden sind. Würde mich sehr interessieren, könnt ihr mir gerne was zu sagen, weil ich habe keine Ahnung. Aber bei anderen bekannten Serien ist es halt auch, also dieses 13 Reasons Why ist mir hier ganz klar aufgefallen in diversen Einstellungen. Das sind natürlich jetzt nur so kleine Übereinstimmungen, aber es ist mir trotzdem eben aufgefallen. Und wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass die Serie tatsächlich nicht abgeschlossen ist und man sie so ein bisschen offen lässt, um, wenn es ein Erfolg wird, dass man dann eben schnell noch Staffeln nachschieben kann, so wie es jetzt bei vielen anderen ja der Fall war. Also auch hier wieder 13 Reasons Why oder Stranger Things. Fucking End of the World hat jetzt auch eine zweite Staffel bekommen. Ja, finde ich cool, wenn es so geplant ist, aber ich bin immer kein Freund davon, wenn das so an der Hand des Erfolgs ausgemacht wird, weil dann merkt man häufig auch tatsächlich mit den Staffeln, es wird häufig ein bisschen schwächer. Und wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, ist, dass die Staffeln auf einmal aufhören. Also irgendwann stellt man fest in der dritten Staffel, okay, jetzt haben wir uns ein bisschen verloren und wir haben irgendwie keine Zuschauer mehr, gut, dann beenden wir das Ding jetzt hier einfach. Und sowas finde ich immer richtig schade. Es ist aber nur eine Theorie, die sein könnte und davor habe ich mal ein bisschen Angst. Also lieber eine Staffel, die entweder komplett abgeschlossen ist oder von Anfang an eben auf 3 Staffeln aus ist. Aber ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch so geplant. Also auch dazu würde ich sagen, gucke ich mir doch jetzt mal 2, 3 Sachen an. Also es scheint wohl 8 Episoden zu geben und Sophia Lillis, die Hauptdarstellerin, ist hauptsächlich natürlich bekannt aus S, Kapitel 1 und 2, so wie ich es eben schon gesagt habe, das war mir ja klar. Bin ich aber gespannt, ob der Wade Olive, ja okay, auch er ist aus S1 und 2 bekannt. Also hat mein Gehirn mir doch keinen Streich gespielt. Nun gut, abwarten heißt es, 8 Folgen wird es geben in der ersten Staffel, die ab dem 26. Februar laufen wird. Ob es dann eine abgeschlossene Serie ist oder nicht, das wird sich dann zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich habe richtig Bock darauf, weil ich Stranger Things tatsächlich sehr, sehr gerne mochte. Und die ganze Idylle, dieser Look, dieser Charme spricht mich erstmal komplett an. Und ich denke, ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich habe eh aktuell keine Serie, die ich gucken kann und möchte, weil ich gerade alles irgendwie beendet habe. Somit passt das ja ganz gut, ein paar Tage noch warten und dann starten wir direkt mit I'm Not Okay With This. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie gucken werdet. Habt ihr Stranger Things und The Fucking End of the World gesehen? Wie fandet ihr beide? Welche findet ihr besser? Habt ihr Bock hier drauf? Was ist euch noch aufgefallen? Lasst mich gerne in die Kommentare wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.